Hallo und einen schönen guten Nachmittag. Ja, was habt ihr denn heute den ganzen Tag gemacht? Ja, ich war spazieren mit meinem Hund. Es war ziemlich schönes Wetter. Und dann habe ich gearbeitet. Das heißt, ich habe gearbeitet an mir, ich habe gearbeitet mit mir, ich habe gearbeitet an meiner Klarheit. Ich habe gearbeitet an meiner Transformation, hallo Uli, an meiner Transformation, und ich habe mir tatsächlich fast 3 Stunden Zeit genommen heute Morgen für mich. Und warum das so wichtig ist, das will ich euch jetzt mal erzählen, und ich will euch auch noch mal erzählen, warum ich, naja, plötzlich ist es jetzt nicht für viele, aber warum ich jetzt sage, wir brauchen diese Divine Healing Energie. Wir müssen wieder zurückfinden zu unserem Göttlichen. Wir müssen unsere Beziehung zu unserem Göttlichen und zu unserem Gottbild bereinigen und dann etablieren. Hallo. Weil dieses Göttliche, das ist die einzige wahre Heilkraft. Es ist das, woher wir kommen. Es ist die Energie, aus der wir entstanden sind. Und es ist wichtig, das göttliche Energie zu nennen und zu wissen. Höchste Schöpferenergie, höchste, reinste Schöpferenergie. Weil diese Energie ist die Schwingung, die Frequenz, die wir brauchen, um wieder heil zu werden. Und heil sein heißt eben ganz sein, das heißt unserem göttlichen Blaupause wieder zu entsprechen. Das ist eigentlich das Ziel, was uns zum ganz heilen Menschen führt, zu der höchsten, heilsten Version, menschlichen Version von uns hier auf der Erde. Und ich habe echt ganz schön viele Sachen ausprobiert. Ich habe viele, viele Modalitäten ausprobiert und immer ging es nicht den ganzen Weg, weil der ganze Weg für mich versperrt war, weil ich immer noch dieses Gottbild hatte, das mich davon getrennt hat, anzuerkennen, dass ich die höchste göttliche Version sein darf. Und das bedeutet ganz klar zu erkennen, dass diese ganzen Programmierungen, die in jedem Einzelnen von uns wohnen, ja, also keiner ist davon verschont. Das ist ja auch so, wenn man denkt, ja, das habe ich nicht, das habe ich nicht, nö, das Problem habe ich nicht. Wir haben alle hundertprozentige Programmierungen in uns aus unserer Ahnenlinie, aus unseren Kulturen und aus unseren Geschlechterlinien. Und wem es gefällt oder nicht, es ist nun mal so. Alles, was an Informationen zur Verfügung steht, alles, was mal passiert ist, alles, was mal gefühlt ist, alles, was mal geglaubt worden ist, ist nicht verschwunden. Es gibt alles. Und unsere Allmacht ist es zu entscheiden, womit wir uns verbinden. Und diese Entscheidung alleine nur zu fällen, reicht eben leider nicht, weil diese Programme, die sind aktiv, die laufen, die sind da, sie haben Informationen, und nach diesen Informationen steuern die unsere Emotionen. Also, alles, was du fühlst, das kommt von deiner Software. Alles, was deine Hardware, was dein Körper fühlt, kommt aus deiner Softwareprogrammierung. Und diese Softwareprogrammierung, die hast du dir nicht ausgesucht. Ja, das hast du bekommen. Damit bist du ausgestattet worden mit dem Auftrag, diese Programmierung von dem Virus zu lösen, der immer wieder dahin spult und dir klar macht, dass du getrennt bist vom Göttlichen, vom Höchsten, vom Schönsten, vom Perfektesten, von der Allmacht und von der bedingungslosen Liebe. Also es fängt ja schon an mit dieser Geschichte: Was denkst du über Liebe? Was bedeutet Liebe für dich?
Wir sind so konditioniert von unseren Familien, das sind manchmal wirklich schmerzhafte Konditionierungen drin. Ja, Liebe und Aufmerksamkeit werden als Kind oft gleichgesetzt. Wenn Liebe nicht da ist in deinem Zuhause, dann suchst du Aufmerksamkeit. Und wie kriegst du Aufmerksamkeit? Oft dadurch, dass du irgendwie nervst als Kind. Ja, das machst du nicht absichtlich. Du überlegst dir nicht hier eine Strategie und sagst, ja, ich möchte jetzt gerne Aufmerksamkeit. Ich rege jetzt meine Eltern so lange auf, bis sie super wütend werden. Dann merken sie wenigstens, dass ich da bin. Das denkst du nicht als Kind, sondern das sind Konditionierungen, die ablaufen in deinem Computerprogramm. Du kommst als reines, perfektes, in Liebe gebadetes, göttliches Wesen hier auf die Welt und merkst plötzlich, dass hier auf der Welt die göttlichen Gesetze aber nicht gelebt werden. Die werden nicht vorgelebt. Ja, und dann kommst du dir falsch vor. Dann glaubst du, dass dein göttliches Sein, deine göttliche Vorstellung von bedingungsloser Liebe, von bedingungslosem Mitgefühl, von Freude, von Leichtigkeit, von Sorgenfreiheit, dass das verkehrt ist. Ja, und so wird es von dir quasi in den Hintergrund getrieben, weil du bist ja hier, um nicht aus dem Spirit, aus dem geistlichen Wesen in ein menschliches Wesen einzubringen, einzupassen, ein großartiges menschliches Wesen hier auf dieser Erde zu werden. Also ist dein erster Reflex, was du tust, du versuchst dich dort einzufügen in das, in die Gesellschaft, in die du dich siehst. Versuchst die Regeln zu lernen von der Gesellschaft, versuchst zu kapieren, wie die Gesellschaft funktioniert und wie du zu funktionieren hast, damit du ein guter Teil dieser Gesellschaft sein kannst. Das ist einfach die Grundprogrammierung, mit der du hier auf, also die Grundbedürfnisprogrammierung, mit der du hierher kommst. Und auf diesem Weg verlierst du deine Göttlichkeit, weil dir keine Göttlichkeit vorgelebt wird und weil du diese Göttlichkeit in den Menschen nicht finden darfst, weil sie verfiltert ist, verfilzt ist und weil niemand seinen richtigen Zugang hat. Und das wird übernommen, das wird weitergegeben, das wird vorgelebt. Und dann werden wir krank, dann werden wir einsam, dann werden wir Suizid zum Teil, ja, depressiv, das ist eine kleine nette Vorstufe, oder kriegen Krebs oder sonst irgendwelchen Bullshit. Ich kann jetzt einfach nur von meiner Geschichte erzählen und von meiner Krankheit erzählen, wo plötzlich mein Rücken nicht mehr mitgemacht hat, wo ich nicht mehr auf dem linken Bein stehen konnte, nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, nicht mehr laufen, gar nichts mehr konnte und wirklich komplett im Aus war. Und was ich da alles aufarbeiten musste, das war ein ganz tiefes, tiefes Programm. Ich bin ein Loser. Ich bin ein Loser. So bin ich programmiert worden. Mit der Vorstellung, mit der krassen Überzeugung, ich bin ein Loser. Und ich werde verachtet und missachtet. Pam. Da musst du erstmal draufkommen, ja? Nicht so eine schöne Erkenntnis, dass du von dieser Vorstellung über dich angetrieben wirst. Ganz toll, diese Vorstellung über mich hat mich zu grandiosen Geschichten gebracht, zu einem Prädikatsexamen in Betriebswirtschaft, zu einem Doktorandenplatz an der Uni, wissenschaftliche Ausbildung, Dozentin, diverse eigene Businesses aufgebaut, Business für andere Leute aufgebaut, viele Jahre Qualitätsmanagement, Consulting, pam, pam, pam. Und alles nur, weil ich gedacht habe, wenn ich endlich all diese Lorbeeren zeige und überall demonstrieren kann, wie wahnsinnig gut ich bin, indem ich das mache, dass dieses Gefühl, dass ich ein Loser bin und dass die, nicht Beispiele, aber dass im Außen die Beweise dafür, dass ich ein Loser bin, dann verschwinden. Super Sache, hä? Hat nicht wirklich funktioniert. Im Gegenteil. Ich habe mir noch mehr aufgebürdet. Ich habe noch mehr übernommen von anderen. Ich habe noch mehr getragen. Ich war immer diejenige, die da war, die geholfen hat, die abgenommen hat, die übernommen hat,
die einfach sich alles aufgelastet hat. Ja? Und dann, was passiert dann? Irgendwann mal kollabiert dein System, weil es ist too much. Du kannst nicht mehr stehen, also ich konnte nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen, nicht mehr gehen. Ich konnte nichts mehr von diesen Dingen tun, die mich doch so berechtigt haben, endlich großartig zu sein und nicht mehr ein verachteter, missachteter Loser. Ganz geil. Und da hinzukommen, das ist nicht einfach. Und selbst wenn du dann hingekommen bist und schockiert bist, was du wirklich, wirklich, wirklich über dich denkst, dann denkst du noch, wieso ist es so? Wie kann ich das loswerden? Und versuchst es eben, Mind over Matter irgendwie hinzukriegen. Und es kommt immer wieder durch die Hintertüre rein. Und dann sagst du, ja, aber ich weiß doch, ich bin kein Loser und machst dir sämtliche Listen und alles, und wo dir aufgezeigt wird, wie großartig du bist, was du schon alles geleistet hast. Und dann ist dieses Gefühl kurz weg. Und am nächsten Morgen wachst du auf und es ist ein ganz tiefes Drecksgefühl, das dir immer noch sagt, du bist doch ein Loser. Du bist ein Loser. Schau doch mal. Schau doch mal hier, da. Schau doch auf dein Bankkonto. Schau doch auf deine Beziehungen. Schau doch auf deine Familie und so weiter. Und du bist immer noch ein Loser. Und dann arbeitest du und dann meditierst du wieder stundenlang und so weiter und so fort. Und du kommst da nicht hin, weil es nicht, du hast als Mensch, wo du nur deinen Verstand hast oder Materie zu Materie beeinflussen kannst, indem du irgendwie Massage machst, Medikamente nimmst oder Operationen machst, hast du nicht diese Kraft, diesen Virus in deinem Programm, in deinem Computersystem erstmal zu löschen und dann mit der Göttlichkeit zu ersetzen. Okay, wie machst du's? Ja, und ich habe es wirklich gesucht. Es ist keine andere Kraft so stark wie die Kraft, die uns hierher geschickt hat und die diesen Körper am Leben erhält. Das ist die größte Kraft, die wir haben, und das ist die größte Power und es ist die reinste, höchste, göttliche, spirituelle Kraft. Und warum ist es wichtig zu wissen, dass es eine göttliche Kraft ist? Weil nur die reinste göttliche Kraft, die ist pur und aus Liebe. Und die ist so mit der Frequenz angehäuft, dass sie nur ihre perfekte Blaupause immer wieder herstellt. Hallo Maria. Ja, das ist die einzige Kraft, die wirklich das kann, wenn du dich da wieder mit dieser wahren, kleinen, klaren Identität verbindest und da anfängst zu arbeiten, um diese alten Programmierungen abzulösen. Nur hier kriegst du die Power her. Ey, alles habe ich gemacht und ich will es gar nicht mehr alles bei den Namen nennen und diverse Heiler und diverse Energiearbeiten und diverse sonstige Geschichten, die mich beeinflusst haben, die ich aufgesaugt habe, über Nacht irgendwelche Musik gehört, weil das die Schmerzen lindert und so weiter und so fort. Stundenweise Abraham Hicks Channelings in mich reingehört, Gesetz der Anziehung studiert, um zu wissen, wie es endlich funktioniert. Und da muss ich auch noch ganz kurz was dazu sagen. Dieses Gesetz der Anziehung, das kann ganz schön verderblich sein. Weil eins der größten und schlimmsten Fehler, die wir immer machen, ist, uns die Schuld zu geben. Und das Gesetz der Anziehung, wenn du es nicht wirklich richtig verstehst, und zwar als Gesetz der Schöpfung, kann es dir sehr große Schuldgefühle und noch größere Versagensgefühle suggerieren. Weil wenn du plötzlich nicht die Manifestation dessen siehst, was du ja so dringend möchtest manifestieren,
Ja, da glaubst du, du machst was falsch, du machst es nicht gut genug und schon wieder bist du in der alten Drecksspirale drin, die dich von Anfang an überhaupt in die Kacke gebracht hat. Dass du glaubst, du musst mit dem Gesetz der Anziehung irgendetwas ummanifestieren. Aber das Ganze liegt einfach so eine Reihe viel tiefer. Und wenn wir in diese tiefen, tiefen Schichten nicht reingehen, um dort die Ursache zu transformieren, die können wir nicht mit unserem Verstand transformieren. Und das Gesetz der Anziehung geht halt auf den Verstand. Aber wir brauchen mehr, wir brauchen mehr Power, wir brauchen unsere wahre Göttlichkeit, in die wir einstehen müssen, um zu kapieren, dass diese alten übernommenen Programme nicht unsere Wahrheit sind, mit uns in Wahrheit überhaupt nichts zu tun haben und den ganzen Bullshit endlich loslassen können, den wir immer wieder mitgetragen haben, diese verlogenen, missachtenden und uns runterziehenden Vorstellungen über uns selbst in Anbetracht dessen, dass wir uns ja unzureichend fühlen, wenn die Realität unzureichend von uns manifestiert worden ist. Aber das ist nicht unsere Schuld. Diese Schuldscheiße ist eins der allerschlimmsten Geschichten, die hindern uns daran, diese Programme aufzulösen. Und um diese Programme aufzulösen, brauchen wir mehr wie Gesetz der Anziehung, sondern wir müssen da reingehen und diese höchste spirituelle Kraft in uns wirken lassen und bereit sein für die Transformation in diese Wahrheit, in die göttliche Wahrheit, in die wir sind. Und es schafft unser Verstand leider nicht. Ich habe es probiert und ich glaube auch ganz, ganz viele von euch haben das probiert, mit dem Verstand den zu leiten und zu manipulieren und zu führen, da kommen wir vielleicht den halben Weg. Und für die, die jetzt da sind, ich stelle euch mal eine Frage. Zu wie viel Prozent ist deine Identität durch deine Mutter geprägt? Überleg das mal. Wenn du Lust hast, kannst du das hier reinschreiben. Aber überleg dir mal. Deine hundertprozentige Identität, durch wie viel Prozent ist sie durch deine Mutter geprägt? Selbst wenn du deine Mutter nicht kennst und vielleicht bei deiner Großmutter oder sonst wo aufgewachsen bist, durch wie viel Prozent ist deine Identität durch deine vergangene Interaktion mit weiblichen Wesen geprägt? Und dann kannst du dir noch die nächste Frage stellen. Zu wie viel Prozent ist deine Identität durch deinen Vater geprägt? Und wenn du jetzt diese zwei Zahlen intuitiv für dich hast, dann überleg dir mal, wie viel Prozent bleiben für dich übrig, was nur du bist, was dein Individuelles, wirklich nur etwas, was du bist, was nur aus dir heraus entstanden ist, ohne irgendeinen anderen Einfluss von mütterlicher oder väterlicher Seite, von Herkunftsseite. Und da bleibt nicht viel übrig, wenn du ehrlich bist. Du kannst zwar sagen, ich habe das von meiner Mutter abgelehnt und das habe ich von meinem Vater abgelehnt und diese Verhaltensweisen und diese Denkweisen und diese Hobbys oder diese Süchte oder diese Krankheiten, gegen die habe ich mich total verwehrt. 70-30, Uli, schreibst du. Ja, genau, 70-30 und es gibt schon mal 100. Und wie viel ist Uli? Das ist genau der Punkt, oder? Das ist genau der Punkt. Dass wir all diese Konditionierungen absolut loslassen dürfen und in ein neugeborenes, reines, göttliches Wesen eintreten dürfen und dann aus dieser Göttlichkeit heraus mindestens 80% Mutter, ja, siehst du? Und dann noch ein bisschen Vater und dann bleibt eben auch für Maria nicht mehr viel übrig. Und als mir das bewusst wurde, und ich dachte immer, ich wäre so einzigartig. Aber meine Einzigartigkeit, die war eigentlich
entweder dadurch, dass ich Dinge übernommen habe oder dass ich Dinge abgelehnt habe. Und dann bleibt nicht viel übrig. Und dieses Individuelle, dieses Wahre, dieses wirkliche Sein, unser göttliches reines Sein, unsere göttliche reine Wahrheit, die kommt genau dann zum Vorschein, wenn wir bereit sind, diese Dinge zu erkennen, dann sie abzulösen. Und zwar konsequent abzulösen. Und jedes Mal, wenn es weh tut, extra nochmal tiefer gehen und extra nochmal ablösen. Und dieses Ablösen geht nicht im Kopf. Es geht nicht mind over matter, also Verstand über Materie. Es geht auch nicht Materie zu Materie, sondern es geht nur über die höchste, liebendste Intelligenz. Und die steht uns auch nur dann zur Verfügung, wenn wir eine Beziehung dazu aufbauen. Es wäre genauso, wie wenn du im wahren Leben irgendwie von einem Arzt erwartest, er hilft dir und er heilt dir und du kennst ihn nicht mal. Und dann sitzt du da und regst dich auf, dass der Arzt sich nicht um dich kümmert, weil du ihn noch nicht mal angerufen hast. Ja? Und genauso ist es eben mit dieser höchsten spirituellen Quelle von uns. Wenn wir da keine Verbindung haben, ui, da fällt mir gerade auch was wie Schuppen von den Augen, hätte ich nie gedacht, heftig. Okay, Maria, solche Erkenntnisse sind immer super, super wichtig und die treiben uns dann weiter und weiter in diese Klarheit und in die Göttlichkeit rein. Und deswegen ist es so wichtig, an diese Arbeit zu gehen. Es ist so wichtig, diese Vorstellung von dem Göttlichen so zu machen, dass wir Bock auf die Beziehung haben. Wenn wir immer noch denken, das ist der böse Gott, der mich straft, wenn ich einen Fehler mache und der mich als Sünder und Schuldigen fühlt, dann habe ich natürlich auch keinen Bock, mit der Göttlichkeit eine Beziehung aufzunehmen. Aber darum geht es ganz genau und das ist genau dasselbe Thema, wenn es um Gesundheit geht, um unseren Körper, es ist genau das Thema, wenn es ums Finanzen geht. Niemand hat Lust, eine glückliche Beziehung mit einem Arschloch einzugehen. So, wenn Geld irgendwo noch Arschlochqualitäten hat, weg, bleib mir weg. Wenn Gott oder das Göttliche sonst noch irgendwelche Strafequalitäten hat, bleib mir weg. Das ist normal. Aber das sind eben genau diese Vorstellungen, diese Programme, die wir infiltriert bekommen haben, die ganz, ganz tiefe Ursache sind dafür, dass, ich nehme jetzt wieder mein Beispiel, dass dann diese Überzeugung mitläuft, ich bin Loser, ich bin Loser, ich bin Loser. Und ich lerne neue Leute kennen, oder? Und dann kommt jemand, ich bin Loser, ich bin Loser, ich bin Loser. Das ist nicht laut, die Stimme, ja, aber die kommen dann da hoch und dann, was denken die wohl von mir? Was haben die vielleicht für Vorstellungen? Ob die mich wieder treffen wollen? Finden die mich interessant? Ja? Solche Geschichten kommen dann da oben im Oberstübchen an, aber die starten ganz, ganz tief in einer tiefen Überzeugung, ich bin Loser. Ich bin Loser, ich bin Loser. Ja? So läuft der Hase. Und du weißt es gar nicht. Du glaubst, du hast Präsentationsprobleme oder Probleme sichtbar zu sein oder Probleme zu verkaufen oder auch nur Probleme in der Öffentlichkeit zu reden. Aber das ist gar nicht dein wahres Problem. Das Problem hast du gar nicht, sondern du hast eine tiefe Programmierung in dir, die du übernommen hast und die heißt, ich bin Loser, ich bin Loser. Zum Beispiel, ja? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber du siehst ja nur, was da draußen alles passiert und versuchst es zu ändern und versuchst dich irgendwo in Ordnung zu bringen. Das ist wie wenn du versuchst, bei einem Auto alle Teile zu erneuern. Ja? Und es ist alles neu, von der Lichtmaschine über die Bremsen, neue Reifen, alles ist neu. Aber nur ein ganz kleiner Softwarechip. Den hast du vergessen auszutauschen. Und dieser Software-Chip, der fährt dein wunderschönes, niegelnagelneues Auto immer noch in die gleiche Bullshit-Richtung. Ja, nur um das mal praktikabel zu machen. Und wir geben alle so viel Geld und so viel Zeit aus,
um unser Auto, also unseren menschlichen Körper und alles drumherum in Ordnung zu bringen. Und da ist immer noch dieser kleine Bullshit-Chip, den wir nicht packen können so. Dieser Bullshit-Chip, der ist an eine andere Software angeschlossen. Ja, und diese andere Software, mit der musst du lernen zu arbeiten, damit sich etwas wirklich verändern kann. Und ich habe es gelernt mit diesen Anwendungen für göttliche Energie, Master of Divine Healing nennen wir jetzt die Ausbildung, damit es ein bisschen schicker klingt. Aber letztendlich ist es die Anwendung mit göttlicher Energie. Aber um eine Anwendung mit göttlicher Energie für dich oder andere machen zu können, brauchst du göttliche Energie. Göttliche Energie kriegst du, wenn du eine Beziehung hast zu deinem Göttlichen. Und wenn du weißt, wer es, was es ist, ja, wie diese Energie, wie diese Frequenz sich anfühlt, und wenn du dann auf die gleiche Frequenzebene kommst mit dieser göttlichen Energie, dass du diese Power downloaden kannst für dich und für andere. Und darum geht's, und diese Sicherheit zu bekommen in dieser neuen Beziehung und dich darauf zu verlassen, dass diese neue Beziehung die Beziehung ist, die dir hilft, zu erschaffen, göttliche Liebe und Begeisterung in dein Leben und in das Leben von anderen zu bringen. Und dann musst du auch gar nicht mehr so viel machen, ja? Weil dann geht es auch gar nicht wirklich nur um dich, weil dann bist du happy. Weil dann hast du deine geilste Beziehung, dann fühlst du dich gut, dann fühlst du dich gut in deinem Körper, dann bist du unabhängig, brauchst nicht irgendwas von außen, keinen Zuspruch und so weiter und so fort, weil es mit dir stimmt, du bist in Harmonie und du hast Lust, die Dinge zu tun, auf die du Lust hast, und du bist so erfüllt, dass dich eigentlich fast niemand mehr stoppen kann, das weiterzugeben. Und dann musst du halt da so reden wie ich und nicht wissen, wie viele Leute das verstehen und wie viele Leute du erreichst. Aber du weißt nur eins, jedes Mal, wenn du Wahrheit und Klarheit sprichst und demonstrierst, dafür einstehst und es lebst, wird etwas passieren für dich in deinem Außen, von dem du nicht wissen wirst, was es ist. Aber es wird auf dieser Frequenz sein, auf der du dich befindest. Und dann wird es leicht und dann wird es schön. Und mir ist es egal, ich mache sowieso weiter Werbung für diese Geschichte, weil ich weiß, dass es funktioniert, weil ich weiß, dass es eine wunderbare Lösung ist für die meisten Menschen, die noch gebeutelt sind. Und ich sage nicht, ich bin nicht gebeutelt, aber ich habe wenigstens ein Tool. Ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Ich weiß, wo ich hin will. Ich weiß, was wichtig ist. Ich weiß, wofür ich meine Zeit investieren soll, damit es mir nachher besser geht. Das weiß ich wenigstens. Und das ist ja schon mal ganz schön viel wert. Und ich renne nicht irgendwo in der Weltgeschichte rum und rufe Leute an und schaue mir Drecksfilme an oder was weiß ich nicht was, um mich abzulenken, sondern ich nehme dann diese Zeit und arbeite. Und ich transformiere für mich und für alle anderen auf dieser Erde. Und das finde ich einen coolen Job. Und gut, ich brauche keinen Applaus. Es fühlt sich einfach gut und richtig an. Ich mache es nicht, damit ich Applaus kriege und ganz toll dastehe und was auch immer, Lorbeeren mir hole. Sondern ich mache es, weil ich weiß, dass es wichtig ist, es zu tun. Erstmal für mich, weil ich weiß, es ist wichtig, dass ich mich gut fühle. Und zweites Mal, wenn ich mich gut fühle, dann kann ich Vorbild sein für andere und sagen, hey, lass uns mal gut fühlen hier. Und das will ich einfach rausbringen. Und wie gesagt, ich verkaufe diese Ausbildung und diese Coachings von mir. Ich verkaufe es locker auch für mehr Geld. Das ist jetzt nicht mein großes Problem. Ich wollte es einfach nur, weil ich es immer wieder höre, hab kein Geld. Ich habe auch nie Geld. Leute, ich habe auch nie Geld. Aber ich habe trotzdem immer Geld. Für das, was ich wirklich machen möchte. Für das, was mir wichtig ist. Ja, und wenn ich ja immer höre, ich habe nie Geld, dann muss ich dann schon auch irgendwann sagen, okay, dann probiere ich es mal, machen wir es mal billig. Aber billig ist halt auch nicht immer der beste Ratgeber, weil dann ist es ja billig. Ja, also von dem her ist es mir eigentlich ziemlich wurscht, wer sich bis heute Abend noch anmeldet oder nicht. Es geht eh weiter. Es wird überhaupt nicht aufhören, weil ich arbeite immer weiter und es wird immer besser, es wird immer powervoller, es wird immer schneller, es wird immer kraftvoller.
Und es ist einfach so. Und wenn du anfängst, dort einzusteigen, die hier jetzt zuhören, die vielleicht, die auch schon dabei sind, die merken es. Du bist einfach in einem Zug drin, in die göttliche Wahrheit, und du kannst schon absteigen, wenn du möchtest, wenn es dir zu schnell wird, aber irgendwann mal willst du wieder aufsteigen, weil es sich einfach zu gut anfühlt. So, ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Pfingstmontag. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Und Maria, mich interessiert es natürlich großartig, was du dir da jetzt für Schuppen von den Augen gefallen ist, gell? Lass es mich unbedingt wissen. Vielleicht willst du es ja auch hier für alle sagen. Also, auf ein grandioses Leben in unsere Einzigartigkeit, in unsere göttlichen Einzigartigkeit, ohne Mami und Papi auch noch dabei zu haben oder sonst irgendwelche Anhänger. Und lasst uns das Leben genießen. Bis dann. Tschüss.